der Test. Das Beispiel 1 haben wir jetzt eh so besprochen, die Hochpässe, die Tiefpässe. Genau, wenn man bei den Zeilen K-Filtern, wenn man sich einfach daran an das Muster erinnern kann, dass quasi die ersten beiden Bauteile gleich sind, also beim Tiefpass einfach zwei Widerstände und beim Hochpass zwei Kondensatoren, dann kann man sich das ganz leicht merken, weil eben nur der Hochpass mit einem Kondensator hier anfangen kann. Da ist der DC-Anteil rausgekoppelt. Das heißt, hier würde ein Gleichanteil offensichtlich gar nicht durchgehen. Darum muss das der Hochpass sein und das der Tiefpass. Das ist eine Eselsbrücke, wenn man sich die beiden auseinanderhalten kann. Gut, dann haben wir den Schaltplan eines Step-Up-Wandlers. Das war im Wesentlichen auch nur einfach aus dem Skriptum zum Rauszeichnen im einfachsten Fall, oder man erinnert sich an das Funktionsprinzip des Step-Up-Wandlers, dass man da eine Induktivität hat, und wenn der Transistor hier leitend ist, dann ist die Induktivität, verbindet die Induktivität den Eingang hier mit Masse, das heißt quasi ein Kurzschluss, der Strom, der steigt an und steigt an und steigt an. Die Energie, die wird in dem magnetischen Feld gespeichert in der Spule, und wenn dann hier der Rechteck nach unten geht, der Transistor sich abschaltet, dann möchte die Spule den Strom aufrechterhalten, gibt gegebenenfalls die Energie, die innen gespeichert ist, wieder ab, um das Ziel, Strom aufrechterhalten, zu erreichen, und dann erzeugt eben hier eine höhere Spannung, sodass durch die Diode dieser Kondensator geladen werden kann auf ein Potenzial, auf eine Spannung, die größer ist als meine Eingangsspannung. Da schalte ich so ein und aus, und bei jedem Mal ausschalten möchte quasi die Spule den Strom aufrechterhalten, und damit das geht, schaut sie, dass sie hier eine so große Spannung erzeugt, dass auf was immer der Kondensator geladen ist, die Spannung hier noch ein bisschen größer ist, sodass man immer noch Strom Richtung Kondensator schicken kann. Und da haben wir gesagt, eigentlich eine großartige Sache, ich kann aus jeder Spannung eine andere Spannung machen, aber das Bild ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil man auch irgendwelche Regelkreise braucht. So wie ich das hier beschrieben habe, würde die Spannung am Kondensator einfach nur zunehmen und zunehmen bis in alle Ewigkeit, oder bis irgendwann mal die Bauteiltoleranzen von einem dieser Bauteile überschritten wird, und dann ist der Kondensator halt nicht mein idealer Kondensator, sondern macht andere Dinge. Gut, und das dritte Beispiel, digitale Signalverarbeitung. Haben wir zwei Fragen. Die erste Frage ist noch eine, da muss man nicht wirklich was rechnen, sondern das ist nur eine Verständnisfrage zum letzten Mal. Wir haben ein Signal mit 48 kHz, wird das abgetastet, und die Frage ist, was ist die höchste Frequenz, die im Eingangssignal vorkommen kann, wenn wir quasi DC im Eingangssignal auch dabei haben wollen, also Gleichspannungen auch dabei haben wollen. Was ist die höchste Frequenz, die vorkommen kann, ohne dass wir in dieses Aliasing kommen? Oder vorkommen soll. Das kann natürlich alles reinschicken, aber man liest dann als was anderes raus, und das ist eben das Aliasing. Und da ist natürlich die Antwort diese Nyquist-Frequenz, die eben die halbe Abtastfrequenz ist. Und da haben wir das letzte Mal dieses JavaScript-Programm gehabt, wo ich die Abtastwellenform fix gehabt habe und die Frequenz verändern habe können. Und dann hat man gesehen, wenn ich mit der Frequenz über diese halbe Abtastfrequenz gegangen ist, dann schaut es nur noch so aus, als hätte ich quasi einen langsamen Sinus drehen, aber in Wirklichkeit bin ich in einem Aliasing. Phänomen. Also ich schicke eine hohe Frequenz rein, eine Frequenz, die höher ist als das, und nach dem Sampling schaut es so aus, als hätte ich eine niedrigere Frequenz reingeschickt. Damit das nicht vorkommen kann, muss ich einfach analog begrenzen. Ich muss auf der analogen Seite dafür sorgen, dass ich diese hohen Frequenzen nicht hineinschicke, und das ist dann die zweite Frage hier. Wenn jetzt mein Eingangssignal irgendwie bis 3 kHz geht und ich eben mit diesen 48 kHz abtaste, welche Filterordnung brauche ich, damit ich dieses Aliasing um mindestens 50 dB bedämpfe. Naja, und dann haben wir ja vorher schon gesagt, die Abtastfrequenz ist, also die Nyquist-Frequenz ist 24 kHz. Das heißt, das sind drei Oktaven, nicht? Also eine Oktave ist eine Verdoppelung der Frequenz. Von 3 kHz, erste Verdoppelung 6 kHz, zweite Verdoppelung 12 kHz, dritte Verdoppelung 24 kHz. Das heißt, es sind drei Oktaven zwischen Nutzsignal und der Nyquist-Frequenz. Und wir haben gesagt, wenn wir die Filter angemacht haben, dass wir eine Dämpfung von 6 dB haben pro Oktav und Filterordnung. Und wenn wir das wissen, dann können wir eben uns ausrechnen oder ein paar Filterordnungen durchprobieren, kommen wir drauf. Dritte Filterordnung ist genau das, was wir brauchen. 6 dB mal drei Oktaven mal dritte Ordnung im Filter, kommen wir auf diese 54 dB Dämpfung. Und das ist eben gerade über den
den 50 dB, die in dem Beispiel verlangt sind. Okay, das war unser Test für heute und gleichzeitig das Ende von allem, was analog ist. Weil wir uns quasi ab heute dem großen Thema der digitalen Signale zuwenden, in einer Zeit, die nicht dem Thema gerecht wird. Also wir werden ein bisschen Überblick machen in den nächsten drei Kursabenden zu den Grundlagen von den digitalen Signalen. Das machen wir heute, wo wir ein bisschen Scatter anschauen und so. Das nächste Mal dann ein bisschen was zu dem ganzen Umfeld der digitalen Signalverarbeitung. Da werden wir kurz über FPGAs reden, werden wir kurz über Mikrocontroller reden. Und dann das übernächste Mal, der letzte Kursabend, werden wir noch ein paar andere Sachen anschauen, also den 555er Timer und so. Das sind dann Sachen, die dann an der Grenze sind, wo quasi digitale Sachen vorkommen und analoge Sachen vorkommen. Ja, ich bin mit dem Test durch.